Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier stehen zu können, weil gestern Nachmittag hat es im Moment so ausgeschaut, als ob es vielleicht gar nicht ginge, nämlich mit dem Stromausfall und die Bahn blieb stehen und so weiter. Es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man so in einem Zug sitzt und es ist kein Strom. Das heißt für mich, kein Kaffee. Ohne Strom kein Kaffee. Es wird langsam stickig, kannst die Fenster öffnen? Nein. In modernen Zügen? Nein. Wie ich klein war, konnte man alle Fenster öffnen. Es wurde uns dringend abgeraten, zu versuchen, den Zug zu verlassen, weil es war zwar im Zug kein Strom, aber es bestand offenbar die Möglichkeit, ich kenne mich da nicht aus, dass sich außerhalb ein Spannungsfeld aufgebaut hat mit mehreren tausend Volt. Ja, wir haben es geglaubt. Also danke jedenfalls an alle, wenn ich schon da stehe, die freiwilligen Feuerwehren, die im Pitztal unterwegs waren, wirklich hunderte von denen, die Polizei, das Militär, die Rettungsdienste und nicht zuletzt der Bürgermeister von Roppen, der den ganzen Zug bei sich dann im Rathaus, im Gemeindesaal und so weiter aufgenommen hat, wieder ohne Kaffee. Weil es gab keinen Strom. Die Bregenzer Festspiele, Sie haben schon gehört, sind eine wunderbare österreichische Institution. Und ich würde gern, glauben Sie mir, nur darüber sprechen, was unsere Heimat so schön macht. Die Bregenzer Festspiele gehören zweifellos dazu. Aber es ist wieder mal Zeit, wie vorhin unser Habian-Trio, nein, es war nur das Duo, mir gesagt hat, wieder mal Dinge anzusprechen, die angesprochen werden sollten oder müssten. Ich habe das Gefühl, es scheint so, dass sich manche Dinge in unserem Land nicht in die richtige Richtung entwickeln, obwohl wir vor großen Herausforderungen und Aufgaben stehen. Sie kennen vielleicht, das ist keine Schande, wenn man es nicht kennt, ich habe es jedenfalls auch erst vor kurzem kennengelernt. Sie kennen vielleicht die Theorie der zerbrochenen Fenster. Das ist eine US-amerikanische Sozialtheorie aus den frühen 1980er Jahren, empirisch durchaus fundiert, die im Wesentlichen besagt, dass dann, wenn in einem Stadtteil eine zerbrochene Scheibe nicht umgehend repariert und wieder eingesetzt wird, schnell alle Fensterscheiben zerbrochen werden. Offenbar deswegen, weil dann der Eindruck entsteht, es ist eh allen wurscht, was da passiert, kümmert sich niemand um diesen Stadtteil und das wiederum fördert Vandalismus und Verfall des Stadtviertels. Ein kleiner Anlass sozusagen, ein Fenster, der übersehen oder übergangen und nicht korrigiert wird, kann schnell als Freibrief verstanden werden und mehr zerstören. Warum ich diese Theorie erwähne, ist, weil in unserem Land gerade einige Fenster, finde ich, zerbrochen werden. Daran sollten wir uns nicht gewöhnen. Fangen wir bei der Sprache an. Sprache wird wieder zum Ausgrenzen verwendet. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass wieder von einem Wir und den anderen, alles unter Anführungszeichen, gesprochen wird. Wir, das sind die Normalen, das sind unsere Leute, das ist das Volk. Wer oder was sind dann die anderen? Das Volk, sind das alle Österreicherinnen und Österreicher? Die Einwohner anderer Herkunft, das sind das die anderen? Wer sind unsere Leute? Bin ich dabei? Sind uns die anderen dann egal? Wer sagt, wer dazugehört und wer nicht? Wer bestimmt, wer normal ist und wer nicht? Wir sind hier bei den Festspielen. Also, war Mozart normal? Na sicher nicht. Menschen mit derart außergewöhnlichen Begabungen sind nicht normal. Und sie denken auch nicht normal, sonst wären sie ja nicht so außergewöhnlich. Das Gleiche gilt für Maria Lasnik in der Malerei oder
Albert Einstein und Anton Zeilinger in der Physik, um nur unseren jüngsten Nobelpreisträger zu erwähnen. Es ist gefährlich, glaube ich, solche Begriffe so absolut zu verwenden. Es werden sehr schnell gedankenlos wiedergegeben und tragen dann mehr und mehr zum Zerbrechen einer Gemeinschaft bei. Diese Zitate werden nicht nur von den üblichen Verdächtigen verwendet. Es scheint so, als würden sich verschiedene Parteien mittlerweile ein Vorbild aneinander nehmen. Ich fühle mich manchmal in Österreich, und nicht nur, aber in Österreich, wie im Hochwahlkampf. Kein schönes Gefühl. Manche politischen Akteure, so scheint es, haben die Hoffnung verloren, dass man mit sachkundigen Argumenten, sachbezogenen Argumenten, inhaltlichen Konzepten durchkommt, dass man mit Ernsthaftigkeit ernst genommen wird. Glauben lieber an die Wirksamkeit von Populismus. Ich versuche es gar nicht, das zu definieren, sondern nur zu beschreiben. Populismus ist nicht daran interessiert, Lösungen zu finden. Populismus will trennen, will ausgrenzen, die da oben, wir da unten. Hier im Festspielsaal wäre es vielleicht treffender zu sagen, wir da oben, die da unten. Populismus will Probleme finden und vergrößern, nicht lösen. Er will, dass sie bleiben, weil diese Probleme den Populisten dabei helfen, Emotionen zu schüren und so, nehme ich an, die Hoffnung, Wahlen zu gewinnen. Also ich appelliere an alle im politischen Stadtviertel, um auf das Eingangsbeispiel zurückzukommen. Hören Sie auf damit, mehr und mehr Fenster zu zerbrechen. Hören Sie auf mit dem Ablenkungskampf und Begrifflichkeiten und Deutungshoheiten. Kämpfen Sie doch lieber um die besten Lösungen. Und kämpfen Sie darum, diese Lösungen den Menschen auch so zu vermitteln, dass sie verstehen, was ihr persönlicher Nutzen daraus ist. Es gibt so viele Themen, die diskutiert und gelöst und vermittelt werden müssen. Ich zähle nur ein paar auf. Wie können wir unseren Wohlstand ausbauen und dabei Klima und Umwelt berücksichtigen? Kann es so etwas wie eine klimasoziale Marktwirtschaft geben? Und wie sieht sie aus? Wie schaffen wir mehr sozialen Zusammenhalt? Die Menschen sollen doch gut miteinander, gerne miteinander leben können. Wie schaffen wir ein Sozialsystem, das für Zufriedenheit sorgt und echte Armut verhindert? Wir haben ein gutes System und trotzdem wird geschätzt, 200.000 Personen in dieser Größenordnung tun sich echt schwer, über die Runden zu kommen. Oder wie bilden wir unsere Kinder? Wie vermitteln wir ihnen den Glauben, dass ihre Leistung, ihr Beitrag zur Gesellschaft einen Unterschied macht und gebraucht und von uns gewollt ist? Junge Menschen geben in Befragungen teilweise an, dass sie sich in unserer Gesellschaft einsam fühlen. Wie gehen wir damit um? Wie lösen wir das? Na, sicher nicht mit Populismus, sicher nicht mit Gerede von wir und die anderen. Wie findet Österreich seinen Platz in Europa? Wie findet Europa seinen Platz in der Welt? Diese Themen müssen angegangen werden, glaubhaft angegangen werden. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Meine Damen und Herren, ich persönlich glaube an unsere liberale Demokratie. Ich weiß, dass wir die Lösungen haben, aber sie werden teilweise diffamiert. Das ist die Art des Populismus. Populismus holt nicht das Beste aus den Menschen hervor, sondern das Niedrigste. Das Trennende, Ausgrenzende. Populismus richtet den Scheinwerfer darauf, was nicht funktioniert. Aber es gibt eben so vieles, das schon funktioniert. Überlegen wir mal ganz egoistisch in einem Beispiel. What's in it for me? Was ist für mich drinnen im Klimaschutz beispielsweise? Na, man kann Umweltschutz und Klimaschutz auch aus egoistischen Vorgang interpretieren. Wir brauchen doch intakte Natur für uns. Nicht wegen den Eisbären, aber für uns. Und weil wir Touristen wollen in Österreich. Und weil wir es lieben, gute Gastgeber für sie zu sein. Also was ist drin in der liberalen Demokratie für uns? Sie regelt unser Zusammenleben,
sie bestimmt, sie regelt, dass die Mehrheiten bestimmen, aber dass die Minderheiten geachtet werden. Sie lässt uns in Freiheit leben, so wie wir sind und sein wollen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen auf diese liberale Demokratie achten und in ihr die konstruktive Kritik und den konstruktiven Streit pflegen. Sonst steuern wir auf eine Autokratie zu. Wir können weiter im Osten beobachten, dass das relativ rasch geht, innerhalb von 20 Jahren. Eine Autokratie, in denen es manchen gut geht, nämlich die, die zu dem wir gehören, und es denen schlecht geht, die zu den anderen gehören. Aber liberale Demokratie gehört allen, nicht nur den Populisten, nicht nur den sogenannten Eliten, nie nur einer Gruppe. Liberale Demokratie gehört allen. Was ist drin für uns in der Migration? Wir stehen vor einer massiven Herausforderung für das gute Leben in unserer Heimat. Es gibt einen massiven Fachkräftemangel in Österreich. Wir benötigen Zehntausende Menschen im Gesundheitsbereich, in der Pflege, in der Infrastruktur für Kinderbetreuung, in Industrie und Gewerbe. Immigration allein wird diese Probleme nicht lösen. Aber kommt unser Land ohne Migration aus? Sind wir dann nicht in noch schwierigeren Zuständen? Und umgekehrt kann unser Land auch massiv profitieren von Migration, so wie es in der Vergangenheit schon oft der Fall war. Was ist drin für uns in der Integration? Wir haben uns in der Vergangenheit die Menschenrechte hart erkämpft, teilweise darauf vergessen, dass damit auch Menschenpflichten einhergehen. Auch diese sind zu achten. Menschen, die zu uns kommen und es akzeptieren, werden davon profitieren, davon unsere Sprache zu lernen, aber nicht nur davon, von unseren Gebräuchen und Sitten zu erfahren, zu sehen, dass wir von der absoluten Gleichberechtigung von Frauen und Männern träumen, die wir noch immer nicht erreicht haben, aber nach der wir streben. Sie werden erfahren von unserer Offenheit sexueller Orientierung gegenüber. Wir können hier in Freiheit und Gleichberechtigung und Respekt leben, in gegenseitiger Offenheit. Das ist aber für jeden und von jedem, der in unsere Gesellschaft kommt, anzuerkennen. Und jede und jeder, der das tut, wird davon profitieren. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns über die Herausforderungen reden, lassen Sie uns das lösungsorientiert tun, lassen Sie uns ruhig streiten, aber mit Sachargumenten, konstruktiv streiten. Bringen wir das Beste in uns und in Österreich zum Vorschein und nicht das Niedrigste. Lassen Sie uns daran glauben, dass wir durch alle Herausforderungen der Zukunft gut durchkommen, wenn wir nicht aufgeben. Ich schließe wie ein Pfarrer. Es gibt das Gute, das Schöne, das Gemeinsame und die Bregenzer Festspiele zeigen das und ich erkläre sie hiermit für eröffnet. Danke vielmals.